Was wäre, wenn wir Essen ohne Land produzieren könnten? Mit etwas, das überall verfügbar ist. Das klingt zwar echt verrückt, aber ja, es geht um Essen aus Luft. Eine Firma aus Finnland behauptet, dass sie genau das kann. Also richtiges Essen, inklusive Proteinen, Fetten, Ballaststoffen, Vitaminen und Mineralien. Alles, was der Körper braucht. Nur eben aus Luft. Aber kann das wirklich sein oder verspricht die Firma da etwas zu viel? Wenn das stimmt, dann könnte die Technologie dahinter eine Lösung für die Nahrungsmittelknappheit sein. Man könnte quasi überall und unabhängig von Klima und Wetter Nahrung herstellen, auch im Weltall oder in der Wüste. Wie das alles funktioniert, wie realistisch die Anwendung wirklich ist und natürlich auch wie das dann schmeckt, genau darum geht's in diesem Dr. Watson Video. Klingt komisch, aber eigentlich essen wir schon heute jeden Tag Essen aus Luft. Und zwar in Form von Pflanzen. Die machen Luft für uns essbar, indem sie mittels Photosynthese CO2 aus der Luft und Wasser mit Energie aus Sonnenlicht zu Zucker verarbeiten. Andere Nährstoffe und das Wasser werden durch die Wurzeln aufgenommen. Man könnte also sagen, in der Luft ist schon alles vorhanden, um Nahrungsmittel herzustellen. Aber genau diese Landwirtschaft wird uns in Zukunft nicht mehr alle ernähren können. Also müssen wir die Spielregeln ändern. Weniger wegwerfen, neue Pflanzensorten, effizientere Anbaumethoden und weniger tierische Produkte. Oder wir ändern nicht die Spielregeln, sondern vor allem die Spieler. Was ist mit neuen, effizienteren Organismen, die Lebensmittel für uns zusammenbauen? Und genau hier kommt eine revolutionäre Idee ins Spiel, die unsere Landwirtschaft fast unabhängig von Land machen könnte. Single Cell Proteins. Die heißen so, weil sie aus einzelligen Mikroorganismen bestehen, also Hefen, Pilzen, Algen oder Bakterien. Jeder Mikroorganismus hat in der Herstellung und Nutzung seine Vor- und Nachteile. Algen brauchen relativ viel Fläche, werden aber schon lange genutzt. Pilze können Giftstoffe enthalten, dafür sind die Bioreaktoren leicht zu bauen. Um SCPs herzustellen, werden die Mikroorganismen in einem Bioreaktor gezüchtet. Das ist eine Art Kochtopf auf niedriger Hitze, der nach und nach die Zutaten in den Topf gibt und sich selbst umrührt. Die Zutaten sind in diesem Fall das Futter für die Mikroorganismen. Inwiefern Luft dieses Futter sein kann, genau dazu kommen wir gleich. Wenn die Mikroorganismen eine Weile so herangewachsen sind, wird der Bakterien- oder Algenslurry getrocknet und zu einem Pulver verarbeitet. Heraus kommt ein Mehl oft mit über 50% Protein, das entweder direkt konsumiert, an Tiere verfüttert oder weiterverarbeitet werden kann. Das riecht übrigens, je nach Mikroorganismus, unterschiedlich. Algen riechen zum Beispiel eher fischig. Wie Bakterien SCPs riechen, wurde mit einer elektronischen Nase untersucht und ist je nach Bakterium anders. Für mich klingt das alles nach Zukunftsmusik. Aber an diesen SCPs wird schon sehr lange geforscht. Schon im Ersten Weltkrieg wurden SCPs als Tierfutter verwendet. Mittlerweile sind sie aber auch als menschliche Nahrung im Gespräch. Denn eine finnische Firma stellt diese Single-Cell-Proteins aus Luft her. Und zwar unter dem Namen Solein. Übrigens keine Werbung, wie immer ist unsere Berichterstattung hier unabhängig, wir haben nichts mit der Firma zu tun und wie immer haben wir auch alle unsere Quellen unten transparent in der Videobeschreibung verlinkt. Auch für Solein werden Bakterien gefüttert, aber mit dem Unterschied, dass alle Hauptzutaten für das Futter aus der Luft stammen. Also zum Beispiel Kohlenstoff, der in Form von CO2 in der Luft enthalten ist. Das läuft dann so ab. Zuerst wird Wasser mit der Elektrolyse in Wasserstoff und Sauerstoff getrennt. Der Bioreaktor füttert die Bakterien dann mit winzigen Bläschen aus CO2, Wasserstoff und Nährstoffen wie Calcium oder Phosphor. Das CO2 wird übrigens mittels Direct Air Capture gewonnen, also direkt aus der Luft gezogen. Und wenn ihr mehr dazu wissen wollt, wie diese Technologie dabei helfen kann, den Klimawandel aufzuhalten, dann könnt ihr euch unser Video dazu hier anschauen. Entsteht das Solein also wirklich nur aus Luft und Strom, wie die Firma selbst behauptet? Trommelwirbel? Jein. Die Hauptinhaltsstoffe, Kohlenstoff, Wasserstoff, Sauerstoff und Stickstoff, sind aus der Luft, ja. Aber es werden noch ungefähr 5% weitere Nährstoffe hinzugegeben, wie Phosphor oder Calcium, die Pflanzen normalerweise aus dem Boden ziehen würden. Unterm Strich lässt sich also sagen, dass mit dem Essen aus Luft ist natürlich auch einfach gutes Marketing. Trotzdem ist das Solein eine Mega-Innovation, weil es nicht auf Ackerland angewiesen ist und, besonders wichtig, unglaublich nachhaltig sein soll. Das Unternehmen selbst behauptet, dass pro Gramm Protein nur 1% der Emissionen von Fleisch und etwa 20% der Emissionen von pflanzlichem Protein entstehen.
Eine Lebenszyklusanalyse der Universität Helsinki hat das Solein mit anderen Proteinquellen verglichen und zeigt, die Zahlen vom Unternehmen sind legit. Allerdings nur dann, wenn man nicht vom finnischen Strom mixt, sondern von einem optimierten Szenario mit lokaler Wasserkraft und Wiederverwendung des Abwassers ausgeht. Je nach Strom unterscheiden sich die Umweltauswirkungen nämlich echt stark. Wie nahe Solein jetzt gerade schon an diesem Szenario dran ist, das können wir aber nicht genau sagen. Auch mit dem Basisszenario ist Solein aber deutlich nachhaltiger als alle tierischen Proteinquellen. Erbsenprotein schnitt in der Studie aber im Punkt Treibhausgasemissionen und Acidifying Emissions, darunter fallen zum Beispiel Schwefeloxide, besser ab. Auch Analysen zu SCPs im Allgemeinen klingen generell vielversprechend. Auf der gleichen Fläche können demnach 10-mal so viel Protein und mehr als doppelt so viele Kalorien produziert werden. Denn die Bakterien wachsen exponentiell. Ihre Zahl verdoppelt sich in Minuten bis Stunden. Das heißt, sie wachsen viel, viel schneller als Pflanzen oder Tiere, die mindestens Monate brauchen, bis sie essbare Kalorien werden. Wenn ihr vorerst beim herkömmlichen Essen bleiben und wissen wollt, welche Nährstoffe da drin sind, dann kann ich euch übrigens Yazio sehr empfehlen. Die App zerlegt euer Essen quasi in seine Bestandteile und gibt an, wie viel Kohlenhydrate, Fette und Proteine ihr zu euch nehmt. Aber nicht nur das, auch welche Mineralstoffe, Vitamine und andere Nährstoffe darunter sind, wird euch hier angezeigt. Was bringt mir das? Damit kann man zum Beispiel Kalorien zählen. Ich selber habe mich die längste Zeit meines Lebens als zu dick betrachtet und darunter litt mein Selbstwertgefühl und noch viele andere Dinge. Bis ich dann im Januar 2021 beschlossen habe, abzunehmen. Gemacht habe ich das mit Kalorienzählen. Ja, das passt nicht zu jedem, aber bei mir hat das sehr gut funktioniert, weil es eine sehr akkurate und wissenschaftliche Methode ist, um abzunehmen. Das passt zu mir, aber das muss wie gesagt nicht zu jedem passen und ein gesunder Lebensstil mit Sport und der richtigen Ernährung ist für den Erfolg mindestens genauso wichtig wie die richtige Menge an Kalorien. Yazio hat mir damals erlaubt, über 16 Kilo abzunehmen. Dafür habe ich nur angegeben, wie viel ich wiege und wie viel ich wiegen möchte. Daraus berechnet Yazio dann, wie viel Kalorien man jeden Tag zu sich nehmen sollte. Dank der großen Datenbank könnt ihr dann einfach alles, was ihr den Tag über esst, per Barcode einscannen oder händisch eintragen. Ich habe mir dann auch ziemlich schnell Yazio Pro geholt, weil es da nochmal mehr Features gibt, zum Beispiel Intervallfasten, was mir persönlich auch nochmal viel geholfen hat. Was ich aber damals nicht hatte, war ein Rabattcode von Dr. Watson über 50% für ein Jahr. Über den ersten Link unten in der Videobeschreibung bekommt ihr Yazio Pro für ungefähr 2 Euro im Monat und außerdem auch meine persönlichen 5 Tipps zum Abnehmen. Aber nun zurück zum Protein des Tages und womöglich auch zur Ernährung der Zukunft. Heißt das, dass wir also in ein paar Jahren alle unser Mittagessen aus Proteinpulvereimern löffeln? Nein, die Firma dahinter stellt sich das eher so vor. Solein soll in allen möglichen Gerichten eingesetzt werden. Zum Beispiel als Fleisch-, Ei- oder Milchalternative, in Getränken oder als Proteinboost in Nudeln. Pur soll es nussig, leicht umami und butterig schmecken, aber sehr mild. Das bedeutet, es lässt sich in vielen Produkten einsetzen und genau das ist der Plan. Denn Solein soll Business to Business an andere Firmen verkauft werden, die es dann in ihren Produkten wiederum einsetzen. Einen Vorgeschmack gab es in Singapur im Mai. Bei einem 5-Gänge-Tasting mit Solein in jedem einzelnen Gang. Die Gäste vom Tasting sind auf jeden Fall beeindruckt, aber die Gerichte wurden natürlich auch von Profiköchen zubereitet und die Gäste wurden halt auch von der Firma eingeladen, sind also eventuell nicht so unabhängig. Vielleicht sollte man mich mal einladen, ich werde auf jeden Fall viel unabhängiger. Was höre ich da? Sind das schon die ersten wütenden Kommentarschreiber, die von ekligen Bakterien sprechen, die im Bioreaktor Proteine herstellen? Total unnatürlich. Okay, fair enough. Ist das alles überhaupt gesund? Wichtige Frage. Die Firma dahinter sagt selbst, dass keine gesundheitlichen Nachteile durch den Konsum entstehen können. Das wollen wir aber natürlich nicht einfach nur so stehen lassen, sondern auch selbst überprüfen, haben aber leider keine unabhängige Studie gefunden, die sich konkret mit Solein auseinandersetzt. In Studien, die sich generell mit SCPs auseinandersetzen, wird aber auf einen Nachteil hingewiesen. SCPs können, nicht unbedingt müssen, aber können ungesunde Stoffe wie Toxine enthalten. Außerdem haben sie einen sehr hohen Gehalt an Nukleinsäure, die mit Nierensteinen in Verbindung gebracht wird. Ob und welche unerwünschten Stoffe enthalten sind, ist aber abhängig davon, welche Einzeller verwendet werden. Es gibt also durchaus welche, bei denen das nicht so ist. Außerdem können diese Stoffe häufig durch weitere Prozesse entfernt werden. Wenn die Firma dahinter sich darum kümmert, gibt es also eigentlich keinen Grund anzunehmen, dass Solein ungesund ist. Im Gegenteil, es liefert alle essentiellen Aminosäuren und ist zusätzlich noch mit weiteren Nährstoffen angereichert. Es könnte also tatsächlich helfen, den Welthunger zu bekämpfen, insbesondere durch hochwertigere Proteine.
Und auch für die Raumfahrt wäre das eine potenziell bahnbrechende Technologie. Auf Missionen im All brauchen Astronauten gesunde Nahrung, die aber nicht viel wiegen darf. Darum arbeitet die Firma an einem Mini-Bioreaktor, der die Crew versorgen könnte. Bisher ist der aber noch zu schwer, darum wird Stahl durch leichtere Materialien ersetzt. In ein paar Jahren könnte es aber soweit sein, dann wäre der Mini-Reaktor einsatzbereit. Und hier auf der Erde? Bisher gibt es das Pulver noch nicht zu kaufen. Nur in Singapur ist es überhaupt schon zugelassen und selbst dort gibt es Solin-Produkte bisher nur bei besonderen Aktionen, wie diesem erwähnten Tasting. Das liegt daran, dass die Pilotanlage in Finnland nur 1 Kilogramm Solin am Tag produziert. Aber gerade wird an der Factory 01 gebaut, in der im nächsten Jahr die kommerzielle Produktion starten soll. Das heißt, wir müssen abwarten, wie gut es mit der Skalierung läuft. Solin kann also tatsächlich Teil einer Antwort auf die globalen Herausforderungen sein. Es gibt noch sehr viel zu tun, insbesondere mit Blick auf die Skalierung und die unabhängige Forschung dazu. Aber die Idee, dass wir in einigen Jahren mit ein paar Löffeln Solin quasi jedes Nahrungsmittel proteinreicher gestalten können, das ist schon ziemlich cool. Und dass wir in Zukunft unabhängig von Klima, Wetter und Pflanzen Essen herstellen können und dass ein paar Bakterien in lebensfeindlichen Regionen Leben möglich machen, das ist genial und das könnte Menschenleben retten. Ich bin schon sehr gespannt, wie es mit dieser Technologie weitergeht. Wenn ihr hierzu auf dem Laufenden bleiben wollt, dann abonniert am besten den Kanal. Wir werden auf jeden Fall ein Update-Video dazu machen. Und bis es soweit ist, bleibt neugierig, bleibt gesund. Euer Cedric.